Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Anno 1404 zu unserer Suche nach diesem hier, dem goldenen Schiff, und die Liste lichtet sich. Für heute planen wir zwei der Erfolge zu machen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert, fehlt uns noch, und die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln erfordert für uns nur noch, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das erfordert für uns noch 249 Armeen zu zerschlagen. Wir wissen schon, wie wir das machen werden, aber das steht noch nicht jetzt an. Was jetzt ansteht, ist, die Feder ist mächtiger zu vervollständigen. Und dafür fehlt uns nur, Krieg ist die Hölle. Dafür müssen wir nur noch einmal ganz kurz 87 Kriegserklärungen aussprechen. Das wird ja gehen. Das wird sehr, sehr schnell gehen sogar. Wir werden das beim ersten Anlauf koppeln mit immer auf die Kleinen. In einer Partie drei leichte Computergegner zu besiegen. Ich denke, das sollte gehen. Also starten wir ein Endlosspiel. Ihr seid zurück. Nehmen uns drei leichte Gegner. Meinen Mitschwestern berichten. Welche Freude, euch wiederzusehen. Ihr seid mir mittlerweile richtig ans Herz. All diese Dinge spielen sogar keine Rolle. Das spielt auch keine Rolle. Da brauchen wir Flaggschiff. Start-Item stark, damit unser Schiff einen kleinen Vorteil erhält gegenüber deren Schiffe. Aufgedeckte Karte an. Der Rest ist egal. Starten wir. Sobald wir drin sind, speichern wir. Versenken einmal alle drei. Hoffentlich bevor sie es irgendwie schaffen, sich niederzulassen. Das heißt, wir müssen alle drei direkt nacheinander versenken. Und in der ersten Sekunde dem ersten schon den Krieg erklären. Und danach laden wir einfach immer und immer wieder und erklären dann allen den weiteren Krieg. So kriegen wir pro Neuladen drei Kriegserklärungen durch. Und dann kann man das ganz schnell durcharbeiten. Ich schätze nicht, dass wir lange dafür brauchen werden. Ich denke, wie gesagt, Krieg ist die Hölle, wird nicht lange dauern. Danach haben wir belegt, dass die Feder mächtiger als das Schwert ist, indem wir den Krieg erklärt haben und Leute geschlagen haben. Und danach können wir unseren persönlichen internen Anakin Skywalker ausleben und wie ein Sith in absoluten arbeiten. Absolute. Faszinierend. Indem wir sagen, wer nicht für uns ist, ist gegen uns und muss sterben. Nachdem wir es in der letzten Aufnahme geschafft haben, das Emirat abzuschließen, was der schwierigste Erfolg, glaube ich, gewesen sein wird. Kurz speichern. Direkt den Krieg auf die Ersten erklären. Mir egal, wer das ist. Ich empfange euer Huf, Alter. Oh, ich will noch nicht sterben. Ich bin doch noch so jung. Oh, er wehrt sich. Dies Schiff wird euch bei... Ihr solltet einen Rosenkranz. Wie konnte ich mich nur so... Er wehrt sich? Dann können wir direkt nur laden. Vielleicht müssen wir warten, bis sie sich auf den Weg gemacht haben. Hoppla. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. General Sylvanas! Hey, wie steht's, Sylvanas? Okay. Dies Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Und wer weiß... F11, Zeit verlangsamen. Eines Tages auch in die Gefilde des Morgenlandes vorstoßen. Okay, jetzt Jorgensen den Krieg erklären. Bitte nicht. Ich hab doch noch mein ganzes Leben vor mir. Nee, der wehrt sich. Der wehrt sich tatsächlich. Ihr solltet rasch zur Beichte gehen. Es ist plötzlich so kalt. Was hat euch nur zu dieser Sünde verleitet? Fern. Ein neues Habt Verständnis. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ihr habt das Flaggschiff verloren? Doch seid unbesorgt. Ich kann euch Ersatz beschaffen. Wir brauchen nur das Segel. Da. Weg mit dem Zeug. Willem ist der Nächste. Ich habe schon Schlimmeres überstanden als euren Leichtsinn. Ja, ich glaube, die siedeln sich aber trotzdem an. Können wir nicht verhindern. Ihr solltet einen Rosenkranz beten.
zur Vergebung eurer. Oh, das ist sie. Dann ist sie jetzt dran. Ihr greift tatsächlich wehrlose Ordensschwestern an? Kategorisch, ja. So. So. Und sie wehrt sich auch. Aber nicht sonderlich gut. Fürchte dich nicht. Der Tod ist das Tor zum Paradies. Auch tut mir leid. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. So, und nochmal die Fortsetzung draus machen. Wir müssen nur erwischen, ehe er sich... Drecksack! Wollt ihr euch nicht auf einer dieser Wunder? Nein, will ich nicht. Ich will, dass das Konto niederbrennt. Da wäre zu schnell für uns. Mist. Kann es nicht die Fortsetzung 2 sein? Nein, nein, die Fortsetzung ist immer das gleiche Schiff, auch wenn es sinkt. Wenn die Fortsetzung sinkt, dann kommt die einfach wieder hoch und ist immer auch die gleiche. Haben wir den ersten Schuss gekriegt? Ich hoffe schon. Ansonsten verlieren wir das. Wir verlieren das. Oh nein, wir haben es gerade so gewonnen. Okay, jetzt hingehen und ihn zu Klump bombardieren. Hat er gerade... Lasst mich doch in Frieden. Hat einfach Neues bestellt. Ja, hat nicht funktioniert. Alle drei Platz zu kriegen, hat nicht geklappt. Also laden wir. Da bin ich leider zu den Falschen direkt rübergegangen. Ist halt ganz wichtig, dass wir es schaffen, alle zu versenken. Das Problem ist, wenn wir immer ein neues Schiff kaufen müssen, wird es problematischer. Segel setzen. F11. Dies Schiff runter, runter. Auf meine Suche nach einer neuen Heimat. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ich schlage ein. Dies Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Das ist gerade. Oh, ja. So, verlangsamen. Ist es dringlich? Ich nehme die Herausforderung an. So. Wieso wehren die sich? Lucius hat sich nicht gewehrt. Gott sieht, wenn Menschen Böses tun. Endlich werde ich Erlösung finden. Was hat euch nur zu dieser Sünde? Auch ein Erfolg. Ein Erfolg uns dazu verleitet. Ihr habt das Flaggschiff verloren? Live ist der Nächste. Bist du gekommen, um meinen... Nein! Okay, wir speichern mal ganz kurz. So. Gut. Wie es mir geht es ganz in Ordnung. Vorher noch ein bisschen Siedler 5 aufgenommen. Und jetzt bin ich ein bisschen euphorisch, dass wir mit dem goldenen Schiff wirklich gut vorankommen. So, wir müssen sie immer wieder neu benennen. Ich will noch nicht sterben. Ich bin doch noch so jung. Ihr bringt euer Seelenheil in Gefahr. Okay, Hilgard ist in der Nähe. Perfekt. Hoffentlich blickt sie noch keine Insel. Eine Insel wurde Miststück! Du dreckiges Miststück! Wir haben keine Möglichkeit, das zu schaffen. Es ist plötzlich so. Schämt ihr euch nicht, ob eurer. Habt Verständnis. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das ist einfach nicht drin. Ich glaube, wir müssen vielleicht die Hildegard zuerst loswerden. Aber dann wird Leif sich eine Insel snacken.
Auf jeden Fall darf Hildegard keine Insel belegen. Ich glaube, Leif ist sowieso, glaube ich, der Allerschwächste. Vielleicht nimmt er sich wirklich als letztes eine Insel. Darauf müssen wir vielleicht setzen. Segel setzen. Der Kapitän. Es ist gar nicht so einfach. Es ist vor allem nicht so einfach zu schreiben. So. Wir haben das Wort so oft geschrieben, dass es seine Bedeutung verloren hat. Wo rennst du jetzt hin, Hildegard? Könnt ihr nicht einfach alle mal nah beieinander bleiben? Jetzt ist Leif doch gleich schon wieder unterwegs. Wie kann ich euch... Ihr greift tatsächlich wehrlose Ordensschwestern an? Leif? Oh, die hat auch noch eine Insel belegt. Okay, direkt wieder neu laden. Vorhin ist sie in eine andere Richtung gezogen. Das ist sehr, sehr zufallsabhängig. Segel setzen. Jetzt dreht sich schon wieder um. Nein, nein, live hier geblieben. Ich schwöre bei Gott. Oh Gott, ich hasse es. Ich glaube, wir können schon neu starten. Wir starten mal neu. Karte neu starten. Bitte weg, Titin, Anif. 1400 Firimon. Was zur Hölle hast du gerade zu mir gesagt, Schmelling? Womit hast du gerade meine Augen beleidigt? Ich wünschte, ich könnte das ungelesen machen. Nix, sagt er. Ja, versuch mir jetzt in das Gaslicht zu führen. So haben wir also nicht gewettet. Aber Hallöchen. Gut, der Erfolg an sich ist einfach, immer auf die Kleinen zu gehen. Aber die Art und Weise, wie wir es versuchen, ist nicht einfach. Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem... Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Okay. Quick Save. Erstes Schiff wird direkt versenkt. Spielt keine Rolle. Der erste, der sich gerade bewegt, ist Leif. Stirb. Bitte nicht. Ich hab doch noch mein ganzes Leben. Das war nicht Leif. Leif ist der letzte, der sich bewegt. Ah, Mist. Dieses Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Ich werde zum... Ihr habt es Wasser. Es ist plötzlich so kalt. Ja. Was hat euch... Habt Verständnis und ich schlage ein. Ihr habt das Flaggschiff verloren, doch seid unbesorgt. Wir haben keinen Startruhm mitgenommen. So, okay, da oben ist schon direkt Willem. Willem will's wissen, Willem muss sterben. Ich grüße. Ich habe schon Schlimmeres überstanden als euren Leichtsinn. Wollt ihr unbedingt Bekanntschaft mit dem Fegefeuer machen? Ich glaube, der hat zuerst geschossen. Ich glaube, wir kriegen aufs Maul. Es sei denn, er fängt an zu blinzeln. Ah, guck mal, er hat angefangen zu blinzeln. Ich bin schon lange. Gott so. Sieht, wenn Menschen böse. Gib mir mein Schiff. Ich helfe euch gerne aus. Dumm! Jedes Mal! Wir brauchen eine kleinere Inselwelt. Wir brauchen eine kleinere Inselwelt, sodass die ganze Zeit aufhört, uns die ganzen Sachen kaputt zu machen. Genau, wir sind heute ein bisschen kriegstreibisch unterwegs, um Diplomatie zu lernen. Gehen Sie erneut. Entspannen Sie sich bei der Es gibt keine Entspannung, es gibt nur den Tod. Warum hat Lucius sich eigentlich nicht gewehrt? Sagt mir ehrlich. Seid ihr fromm und folgt den Geboten Christi? Wenn ich einmal groß bin, will ich Minnesänger werden. Oh, kleiner geht ja, nicht. Kleine Inseln. Wenig Fruchtbarkeiten. Wenig Rohstoffe.
keine neutralen Kräfte. Willkürlicher Seed. Das ist mir alles egal. Flaggschiff, nur. 300 Ruhm. Starkes Konto, starkes Teil. Aufgedeckte Karte. Gibt es so viel Geld wie nötig. Flaggschiff mit Armada bringt uns halt gar nichts, weil wir dann die dreifache Menge an Schiffen versenken müssen. Und dadurch, dass wir die dreifache Menge an Schiffen haben, bringt das gar nicht. Das geht nicht auf. So schnell sinken die nicht. Letzter Überlebender. Und dann kaufen wir noch irgendwie ein weiteres Item. Vielleicht hilft das dann. Dann müssen wir hoffen, dass der Lord was Gutes für uns hat. Zusätzlich zu dem, was wir auf einmal kriegen. Ich hätte gerne etwas, was... Na gut, Reparatur können wir uns wahrscheinlich in die Haare schmieren, aber... Ein Rumpf oder mehr Segel wären nicht schlecht. Wir müssen schnell sein. Letzten Endes verlieren wir nichts wirklich Fortschritt dadurch. Wir sind ein bisschen langsamer, aber das ist in Ordnung. Meine Lager stehen euch jederzeit, wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Noch mehr Segel. Der erste, der sich bewegt, ist Hildegard. Hildegard stirbt zuerst. Wie nett. Ich bete für eure verdorbene Seele. Dies Schiff. Mein Dank für das. Ihr habt es tatsächlich geschafft, mich zu... Dies ist kein Einfluss. Geh weg! Wie könnt ihr nur? Fürchte dich nicht. Der Tod ist das Tor. Habt Verständnis und lasst... Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann... So... Ihr habt das Flaggschiff verloren... Doch seid unbesorgt. Ich kann euch Ersatz beschaffen. Niemand darf eine Insel belegen. Wir sollten quicksaven. Live ist der Nächste. Spiel gesichert. Es ist mir eine Ehre, dich begrüßen. Oh, bitte nicht. Nein, hat zuerst geschossen. Nein, komm schon. Gibt es denn nichts, das euch zur Raison... Gut, dass ich gespeichert habe. Oh weh. Okay. Entfernen. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer... Ja, genau. Auch ihr müsst eure... Ich helfe euch gerne aus. Gebt das Segel her. Ich sag, gebt das Segel her. Junge! Es belegt auch schon die nächste Insel. Ihr beehrt mich. Du Drecksack! Jetzt müssen wir es mit einem einzigen Schiff den ganzen Kontrolle halten. Ich nehme die Herausforderung an. Wollt ihr euch nicht auf einer dieser... Nein, will ich nicht. Niederlassen? Hat sich einfach ein neues Schiff bestellt. Mir kommt eine Idee. Kann ich das Konto einmal kurz? Nimm die Sachen raus. Versenk dich. Steht. Auch ihr müsst euren... Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Material einkaufen, hoch zur gleichen Insel. Excellent. Ihr seid ein Ehrbarer. Und dann verstauen wir ihn hier ganz kurz. Langsam. Damit er nicht weiter expandieren kann. Das müssen wir nämlich verhindern. Damit er den Abstand zu den Küsten hält. Ihr seid ein wenig voreilig mit der Aneignung meiner Ländereien. Was? Du bist doch nicht tot, du willst spazieren gehen. Werkzeug fehlt, mir egal. Kauft ein. Wohlan.
Dann soll dies Eiland eure neue Heimat sein. So. Und dann müssen wir ihm hier möglichst verhindern, dass er in der Lage ist zu handeln. Kurz unsere Segel zurückholen. Und hoffen, dass sie irgendwann aufgibt. Dafür müssen wir sein Schiff gleich auch wieder vernichten. Können wir schon Hilfsflotte anfordern? Das braucht Schiffspunkt und 400 Ruben. Dafür brauchen wir Werkzeug. Werkzeug haben wir nicht. Den Ruhm bekommen wir. Aber wir brauchen Schiffspunkte. Okay, folgendes. Wir machen das ganz einfach. Die OT oben. Die macht ohnehin nichts. Die opfern wir. Wir bauen einen Marktplatz. Oh, wir kriegen Leute. Sehr gut. Wir müssen nur ein paar Bauern ansiedeln. Damit wir, zwei kleine Kriegsschiffe kriegen können. Ach ja, wir haben keinen Fisch. Löst das Problem. Weil wir natürlich unsere ganzen Waren zurückgelassen haben. Die mussten wir... Haben wir geopfert, um schneller unterwegs zu sein. So. Sehe ich da eine Zirkumvallation? Was? Genau, ich habe versucht sicherzustellen, dass keiner unserer Gegner sich eine Insel krallen konnte. Bedauerlicherweise konnte sich unser Gegner eine Insel krallen. Dann hätten wir nämlich direkt auslöschen können. Dann hätten wir immer auf die kleinen Inseln geschafft. Und hätten an dem Punkt einfach nur die... Wenn er voll Krieg ist, die Hölle runterspielen müssen, indem wir... Lass deinem alten Mann... Nein, ich lasse einem alten Mann gar nichts. Habe ich hier ein bisschen Gelände aufgegeben, das wir brauchen könnten. Sieht ein, sieht aus. Wir haben noch keinen Schiffspunkt. Schmeißt ein bisschen Geld weg. Wieso ist der Venezianer eigentlich gar nicht da? Dieser Tribut. 40 Ruhm? Du gibst mir 40 Ruhm für so viel Geld? Du verspottest mich, du Drecksack. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr aus... Jagen wir sein Schiff kurz mal nieder. Es wird Zeit, unseren Zwist beizulegen. Oh, ja klar, machen wir. Easy, gar kein Problem. Ehrt mich. Sehr gut. Ich habe schon Schlimmeres überstanden als euren Leichtsinn. Und jetzt rennt er die ganze Zeit weg vor uns. Ein fairer Handel. Also hier ist mal wieder ein Bro. Mich euch ein wenig Browser hier. Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Wir brauchen den Ruhm, insofern ja. Verzeiht, Fremden darf ich keine Baupläne aushändigen. Und er hat schon ein neues Schiff gekrallt. Das ist ja unglaublich. Aber seit wann haben wir keinen Venezianer da? Eure Bemühungen sind überflüssig. Entfernen. Habt Verständnis. Ich schlage ein. Ja, wir müssen ihn jetzt tot halten irgendwie. Und dafür müssen wir seine Insel möglichst abschneiden vom Strand. Dieses Teil muss weg. Die Zeit heilt keine Wunden, glaubt mir.
Oh. Da taucht er einfach plötzlich auf, um uns eine mitzugeben. Hinterhältig. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Kein Problem, wir kaufen ein neues. Ist mir alles egal. Und leistet, ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Wir hätten nicht so viel Ruhm in Segel stopfen dürfen. Da hätten wir nämlich noch genug, um eine Flotte jetzt anzufordern. Nimm dein Konto weg. Schiff, geht's dir gut? Du darfst nicht handeln. Salam alaikum. Das verbrennt jetzt, ist nirgendwo. Euch eure Taten nachzusehen. Das verbrennen wir jetzt auch mal ganz kurz, um ihn hier Strandkontrolle wegzunehmen. Das Problem ist, wir kommen hier nicht dran. Ein gutes Geschäft. Mach das Konto weg, das ist gefährlicher. So und so und so. Immer auf die Kleinen ist gar nicht mal so einfach. Also wenn man es so schnell machen will wie wir. Vergesst nicht, dass dies auch im Interesse des Kaisers wäre. Okay, wir brauchen unsere Segel von hinten wieder zurück, wenn wir die noch wiederfinden können. Die will ich verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wo ist die Fortsetzung... Die damalige, die noch nicht mal ihren Namen angenommen hat, ist schon versunken mit den Segeln. Ich finde das Treibgut nicht. Ich glaube, die Segel sind untergegangen. Schade, ich hätte die eigentlich liefern. Ich hätte die eigentlich wieder zurückverkaufen wollen. Lasst mich doch in Frieden. Es liegt an euch, über diesen Vertrag zu entscheiden. Habt Dank für euer Vertrauen. Nur zu. Für mich hat der Tod längst seinen Schrecken verloren. Das Geld brauchen wir. Euer Vertrauen. Ja, das sind unsere Fischerhütten geworden. Wild. Der Sultan wäre erfreut. Oh, stimmt, wir haben Aufträge. Die können wir machen. 40 Ruhm. 50 Ruhm. Das sind 90 Ruhm, das ist sehr gut. Haben wir so einen Schiffspunkt übrig? Ja. Kurz mal einmal vernichten. Das kriegen wir nicht hin, Mist. Arbeitet die ganze Zeit mit seinem Unsinn. So... Nimm ein bisschen Holz, geh runter. Liefer zum Großvisier. Dafür kriegen wir Werkzeug, das ist in Ordnung, aber erstens ist der Ruhm wichtig. Bemüht euch nicht weiter, die Sache hat sich bereits erübrigt. Da habe ich leider ein paar Ecken gefummelt. Wo ist sein Schiff? Da. Lasst deine Malte. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Er will das nicht die Insel belegen, oder? Ihr habt dem Euer Verhalten ist sehr ehrenhaft. Den Teufel wirst du tun, hier irgendeine Insel zu belegen, sage ich dir. Vernichte ihn. Er wird keine Orientinsel belegen. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Das ist doch unglaublich. Auch ihr müsst euch schlage ein. Vernicht ihn. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, wir verlieren normalerweise niemals so viele Flaggschiffe, aber in dem Fall muss das passieren. Okay. Wie sieht's aus? Können wir Tribute leisten? Können wir. Seid bedankt für eure edelmütige Tat. Es spricht für euch.
dass ihr euren Jetzt haben wir unsere Flotte. Aufgefordert Tribut zollt. Mit diesen Schiffen bezeugt der Kaiser sein großes Vertrauen in euch. So. Es spricht für euch, dass ihr eure... Sind wir jetzt ein bisschen bankrott? Ja, aber das ist zu erwarten gewesen. Dann macht man nichts. Wir müssen kurz ein paar Sachen tun, um unsere Bilanz anzuschmeißen. Und das erfordert von uns das Loswerden von diesen komischen Fischhütten hier oben eigentlich, die wir erobert haben. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Material zurück. Das Material nutzen wir, um einen Haufen mehr Bauern zu beschaffen. Oh nein, die Straße ist hängen geblieben. Nein. Ach, er kauft es nicht. Er kann es nicht leisten. Oh, sehr gut. Ich glaube, er ist bankrott. Ich glaube, er hat tatsächlich nicht das Geld, um sein Flaggschiff hier unten zu kaufen. Er hat es gekauft. Es liegt an euch, über diesen Vertrag zu entscheiden. Jetzt will er von uns Geld. Nein. Die Sturheit der Jugend. Hat... Der macht unsere Flotte platt. Der macht unsere Flotte einfach weg. Wir müssen uns Ruhm beschaffen irgendwie. Schon wieder. Wir brauchen einen Rudergänger oder sowas. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und was ist mit unserem Schiff falsch? Mit euch habe ich nichts zu schaffen. Das Spiel speichert automatisch, das ist nicht hilfreich. Mist. Wenn wir Norfolk Leute angehört hat, um eine Insel zu betzen, ist erst was passiert. Das ist Weltkrieg. Wenn Ganz es genau. Nichts ist, womit ich bin. Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Machen wir. Einfacher Grund, wir brauchen den Ruhm, damit wir uns eine Reparaturheini kaufen können. Wo sind die? Da unten. Oh, wie zuvorkommt. Bei unseren komplett gearschten Schiffen. Da hat der Flaggschiff-Spam mal ganz kurz unseren ganzen Kram kaputt gemacht. Und wer hier rüber? Das nächste Konto zerstören. Und das hier brennen wir auch direkt nieder. Hier können wir wieder arbeiten. Die Massen an Bauern, die wir hier gerade reinbekommen, sorgen dafür, dass wir uns den Spaß immerhin leisten können. Das Ganze hätte schneller gehen können. Viel schneller, aber... Drei Schiffe zu fangen, ehe sie die Insel besiedeln, ist an sich sowieso schon eine unglaublich harte Sache. Habt ihr eure Pflicht erfüllt? Ich bin froh, dass ihr euch diese... Seid mir herzlich. Eure Taten sind überaus. Wir könnten jetzt noch hier so einen Teil kaufen und dann runtergehen, eine Orientinsel starten. Und die dann hochzimmern auf ein gewisses Level. Aber wir haben jetzt nicht wirklich das Geld. Ja, geht mal wieder runter. Wir hätten das Geld zwischenbunkern müssen, ist die Sache. Halt! Dieses Mal... Ah ne, das ist er. Okay, gut. Das ist mir egal. Was? Nein, geh weg.
Wo ist Willems Schiff? Da unten. Untersteht euch. Wir müssen es gleich mit der Flaggschiff, mit der Fortsetzung hinterjagen. Halt, das ist außerhalb des Gebiets. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für uns da dran zu kratzen? Nein. Da kommen wir nicht ganz dran. Da kommen wir dran. Und jetzt kommen wir hier dran. Gut, diese Küste ist unser. Fahrt zur Hölle. Gut, Willem kann nur an diesem Strand sich besetzen. Und wenn wir das Konto hier tot halten, kann er nichts tun. Wir müssen jetzt nur genug Geld dran kriegen, damit wir hier noch 100 Ruhm zusammenkratzen. Ich habe keine Ahnung wie. Indem wir einen Auftrag betteln. Man braucht Bürger, nicht wahr? Ich empfange nicht oft Besucher aus dem Abendland. Wir können 1600 entrichten, kriegen dafür wahrscheinlich wieder 40 Ruhm. Dann geben wir unser ganzes Geld für ein bisschen Ruhm aus. Spiel gesichert. Verzeiht mir, wenn ich euch nicht helfen kann. Nein, vergiss das. Wir laden neu. Deswegen haben wir gespeichert. Ach, Wallverschanzung, Zirkumvallation. Ergibt Sinn. Aber ja, das machen wir gewissermaßen. Nur mit Grenzen. Ich empfange nicht oft Besucher aus dem... Verzeiht mir, wenn ich euch nicht... Ich hasse dich also hier. Wir kriegen das hin. Absolut. Okay, wir müssen irgendwie diesen Abschnitt wegkriegen, aber da kommen wir nicht dran. Wobei er kein neues Konto setzen kann, wenn wir das hier kontrollieren. Okay, schicken wir die Fortsetzung los, um Willems Schiff zu finden und zu vernichten. Ich empfange nicht oft Besucher aus. Quick Save. Kriegen wir vielleicht ein Schiffszimmer? Gibt es vielleicht ein Zimmer für 50? Ich grüße euch. Das ist eine Handels. Das ist eine Bulle. Wir brauchen keine Bulle. Wir brauchen einen Zimmermann. Was führt euch in die Fremde? Euer Anliegen. Ich hasse dich, Alsahir. Wir fragen Northburg. Northburg gibt uns Geld. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, warum Garibaldi nicht auf dieser Inselwelt ist. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, aber in Ordnung. Segel setzen. Northburg. Hast ein bisschen Kleingeld. Ruhm. Ach, ihr enttäuscht mich einfach. Wir müssen ein bisschen warten. Wir hätten halt viel von dem Geld einfach auf einer venezianischen Plaza oder sowas, Piazza bunkern sollen. Falls wir schon konnten. Ich glaube, das können wir noch gar nicht. Da hätten wir nämlich geringere Tribute zahlen können. Wir hätten Blumen nutzen können. Oder ein Weiher. Dafür müssen wir das verhindern, dass es sich hier unten irgendeine Orientinsel nimmt. Das darf nämlich gar nicht passieren. Nein. Klick da drauf. Vernichte den. Aggressives Verhalten. Lasst mich doch in Frieden. Nein! Ich will nichts von euch wissen. Okay, gut. Damit ist er wieder zurückgeworfen. So, wir dürfen das Flaggschiff gerade aber auch nicht wirklich verlieren. Herzlich willkommen. 85%ige Erfolgschance. Er wird sagen, nö. Spiel gesichert. Der Kaiser wird über diesen Treuebeweis erfreut sein.
Was ist das Minimum, was der Großvezier ab... 1000? 500?